wieder. Wir sind gestern erst wieder sehr spät vom Einkauf nach Hause gekommen. Wir können wieder nicht woanders einkaufen, weil man uns zumindest in den Märkten bedrängen uns wieder Kleidung, Menschen mit Narkotika an der Kleidung. Sie merken, wie deutlich betäubt bin. Ich habe heute Nacht zweimal oder heute Morgen zweimal ganz dolle Herzschmerzen gehabt. Ganz, ganz dolle. Wir müssen die Fenster, Sie sehen, das Fenster ist nicht da. Wir müssen die Fenster zumachen. Jede Bewegung hier drin, dann atmen wir mehr ein. Im geschlossenen Zustand, wenn die Fenster weiter zu sind, können Sie es natürlich noch einfach viel besser begasen. Es ist unglaublich, was hier weiter gegen uns abgeht. Ich muss nicht jeden Tag die Temperaturen zeigen. Ich habe Angst, dass das Not auch noch eine totale Macke kriegt. Wie das S2, was immer wieder einer hat. Jetzt hätten wir uns das Not ja nicht schnell dazu bekommen. So, ich habe aber einen größeren Speicherplatz wieder. Wir werden nur noch die Sequenzen hochladen mit den Tweetern. Gestern kam einfach einer rein, der sich dann angesprochen fühlt und uns dumm angequatscht hatte. Er hat dann gesagt, er kann nur Englisch. Dann habe ich natürlich selbstverständlich mit ihm Englisch gesprochen. Dann hat er nicht geantwortet. Dann hat der Penner Deutsch verstanden. Aber crazy hat er wenigstens auf Englisch verstanden. Ne? Und hat dann zu uns immer gesagt, dass wir crazy sind. Also das ist natürlich schwere Beamtenbeleidigung. Die sind Cops. Wir sind vom KGB. Wir sind von der Stasi. Ne? Wir werden hier weiter nur provoziert. So, und ich möchte nochmal alle Penner sagen, das sind nur körperliche Symptome. Sind wir im Kopf nicht klar, kommen wir gar nicht raus. Und diesmal, wir sind nicht mehr allein, wir kriegen dann Hilfe. Wir brauchen auch nicht mehr raus. Da braucht man sich keine Gedanken machen. Unsere Freunde, das ist ein riesiger Bekanntenkreis. Die sind sehr bekannt. Trotzdem ist es schade, man geht an unsere Freunde ran. Ich möchte dann nochmals vorwarnen, besonders die Beamten in den Behörden, die sich an unsere Freunde bereichern. Da möchte ich nochmals vorwarnen. Und ich rieche Stasi und da ist auch schon Stasi dran an unseren Freunden. Das möchte ich nochmal sagen. Wir können da nichts dagegen machen. Das große Problem, Sie verstehen es alle noch nicht richtig. Sie begreifen einfach nicht, dass Almosenempfänger sowas sein können und dass sie, naja, das ist alles ein bisschen schwer, weil das auch ein anderer Kulturkreis ist. Wir haben da riesige Probleme. Wir freuen uns aber auch schon, wir können leider nicht im Internet gehen und gucken, was das für ein Glauben ist und so weiter. Und verfolgt das sofort. Es ist unglaublich. Und wahrscheinlich steht schon wieder in unserer gezögerten Akte, dass wir jetzt auch noch den Glauben wechseln wollen und jetzt islamistische Terroristen werden wollen. Weil ihr Glaube gehört zumindest zum Islam dazu. Ne? Das haben sie uns, glaube ich, mal gesagt. Ne? Also auf jeden Fall da irgendwie diese Glaubensrichtung. Und da wird jetzt ganz groß wohl in unserer Akte schon stehen, dass wir jetzt noch zum Islam wechseln und dass wir dann auch noch da gleich Terroristen werden. So, und ich möchte nochmal sagen, dass die Stasi da verschwinden soll. Zuerst liefen die Penner da nur rum,
dann habe ich ja schon mal gewarnt, ne, dann haben sich diese Penner da gleich zurückgezogen. Auch letzte Nacht hat uns wieder dieses Auto verfolgt, ne, nicht nur einmal. Und wir haben so eine Schmerzen durch diese ganzen chemischen Kampfmittel und alles andere, was man einleitet. Wir brauchen lange Pausen. Es ist sehr kalt. Wir haben erlebt, dass auf eiskalte Bänke, das war überfroren, man konnte den Schnee nicht abmachen. Wir haben uns da natürlich selbstverständlich hingesetzt, weil da haben wir natürlich das entsprechende Equipment mit, dass wir da mindestens eine halbe Stunde bis Stunde sitzen können, ne? Ohne dass uns kalt wird. Sofort kamen wieder Penner, die sich auf eine Bank gesetzt haben und die sich dann gleich Joints angezündet haben. Diese Penner waren gut gekleidet, die hätten sich dann nie auf eine Bank hingesetzt. So, es war schon zu dunkel, aber durch den Schnee werden sie wenigstens die Umrisse von diesen Pennern sehen. So, bevor sie die Joints anhatten, waren wir, glaube ich, schon weg, Lennart. So, man hat uns dann total bedrängt und dann mussten wir hier noch essen. Dann hat man hier um 22.15 Uhr hat man dann Kinder, nachdem wir das Treppenhaus wieder ausgelüftet hatten, hat man dann ein paar Kinder hin und her geschickt. So, und dann war das Haus wieder leer, Lennart. Und auch aus der Nachbarwohnung wurde doof getan, ne? Man ging da nicht an der Tür. Meine Frau hielt sofort rauf. Wie gesagt, 22.15 Uhr schon, ne? Und vorher musste dein Kind hier auch Fußball spielen und so. Man macht hier Normalität. Wir laden das ja hoch, was um uns rum ist. Und dann soll jeder sehen, jeder auch internationale Sicherheitsdienst, na, da laufen ja Kinder rum, das ist ja normal. Das spielt man einfach vor hier, ne? Weil das ist ihre Stärke, einfach wie sie ihr eigenes Leben verdrängen und dann sich selbst das vorspielen, schauspielern sie nur, ne? So, der kam an, auch der andere, wie wir losgingen und sprach uns an und wie gesagt, wenn wir im Kopf nicht klar sind, gehen wir gar nicht los. So haben wir diese Schmerzen durch diese chemischen Kampfmittel und so und sind sehr gezeichnet. Aber da braucht sich keine Sorgen machen, dass wir da irgendwie benebelt oder so losgehen. Weil wir haben jetzt mit dem gestrigen Einkauf genug Reserven, ne? Wenn wir unser Essen einschränken, reichen wir sogar bis März, ne? Dann müssen wir natürlich ganz stark hungern, aber das wäre schon wieder kein Problem. Und das ist doch schon eine Leistung. Natürlich haben wir unwahrscheinlich auch Vorrat gekauft, Lennart. Und wir haben Glück. Wir haben hier Temperaturen von ich kann Ihnen das kurz zeigen, ich habe ja ohne Verkehr sagen. Ne? Letztens waren 7 Grad, jetzt sind es nur 6,1 Grad. Obwohl wir natürlich die Fenster weiter geschlossen haben. Ne? Obwohl wir natürlich auch nicht mehr alle Lüfter anhaben, weil es einfach zu kalt ist. Ne? Und draußen zeigt das Thermometer jetzt 2,5 Grad an. Es wird noch ein bisschen kälter sein, weil das sind ja Temperaturen, die zu hoch sind. Ne? Also die. Was eben nicht über den Boden ist, ne? Also die Messung ist unkorrekt, ne? Ich glaube, der Standard ist, glaube ich, in 2 Meter Höhe die Temperatur zu messen, ne? Es wird noch ein bisschen kälter sein, also es ist sehr kalt in der Wohnung. Und der Windschutzeffekt kommt dazu und die Thermometer ist natürlich ganz dicht an der Heizung. So, und ich habe ihn ja bei 7, noch fast gerade schon 2,0 Grad gezeigt, ne? Wir müssen jetzt auch nachts die Heizung anlassen, damit die Rohre nicht einfrieren. Also das ist ganz schlimm. Oh, ich muss unterbrechen.